Chef Medon will den Hauptstadtflughafen noch in diesem Jahr eröffnen. Die Presse spricht von einer Blitzeröffnung. Das ist wirklich eine sensationelle Neuigkeit. Denn auf sowas war ja nun niemand gefasst. Man hat immer mit weiteren Verzögerungen gerechnet. Erst einmal werden einige Terminals geöffnet, in denen schon Feuerlöscher stehen. Vorerst werden Flugzeuge von dort starten können, aber noch nicht landen. Übergangsweise kommt schon mal nur das Gepäck dort an. Und der Termin kommt völlig überraschend, damit man gespannt sein kann. Bestimmt warten dort schon die ersten Passagiere. Einfach aus Kult. Morgen geht's weiter.